Ateca ist der Name von Seats erstem SUV. Und der soll es aufnehmen mit Fahrzeugen vom Schlager eines Ford Kuga, Nissan Qashqai oder eventuell sogar VW Tiguan. Ob er das Zeug dazu hat, das schauen wir uns jetzt an. Die Optik des Seat Ateca lehnt sich bewusst an das Design des sehr erfolgreichen Seat Leon an. Betrachtet man die Front, erkennt man dies unter anderem direkt an dem trapezförmigen Grill und den optional erhältlichen Voll-LED-Scheinwerfern. Die Seiten zeigen die gleiche präzise Linienführung wie schon beim Leon. In Verbindung mit den bis zu 19 Zoll großen Rädern lässt dies den Ateca länger und sehr dynamisch erscheinen. Das Heck wird dominiert von den hochsitzenden Rückleuchten, die sich weit in die Fahrzeugseite ziehen, und der ausgeprägten Kante oberhalb des Nummernschildes. Auch im Innenraum setzen sich die optischen Anleihen des Ateca beim Seat Leon fort. Zudem bietet der Ateca die vom Leon bekannte gute Ausstattung sowie die gleichen Qualitätsstandards. Das Platzangebot des rund 4,36 Meter langen SUV ist mehr als ausreichend. Dies gilt sowohl für die erste Sitzreihe wie auch für den Platz auf der Rückbank. Auch wenn es sich beim Seat Ateca um ein Kompakt-SUV handelt, heißt das nicht, dass hier nichts reingeht. Der Kofferraum fasst bei normaler Sitzstellung 510 Liter. Klappe ich die Rückbank um, dann steigert das Ganze sich auf 1604 Liter. Und das ist wirklich genug, auch für Freizeitaktivitäten. Hier kriege ich auch locker meinen Mountainbike rein. Die sportliche Optik des Ateca zeigt sich auch beim Fahren. Unser Testwagen ist mit seinem 190 PS Dieselmotor mehr als gut motorisiert und lässt auch bei flotter Fahrweise keinerlei Unwohlsein aufkommen. Gründe hierfür sind unter anderem ein sehr gut abgestimmtes Fahrwerk und die direkte Lenkung. Insgesamt bietet Seat für den Ateca 5 unterschiedliche Motorisierungen an. Einen 1,6 Liter TDI mit 115 PS und einen 2 Liter TDI in zwei Leistungsstufen mit 150 bzw. 190 PS. Hinzu kommt der 1 Liter TSI mit 115 PS und der 1,4 Liter TSI mit Zylinderabschaltung und 150 PS. Die beiden 150 PS Motoren sind mit DSG oder mit Allradantrieb lieferbar. Der 190 PS TDI wird standardmäßig mit DSG und Allradantrieb ausgeliefert. Der Seat Ateca soll nicht nur auf der Straße, sondern auch Offroad seinen Mann stehen. Und damit wir das ausprobieren können, hat Seat hier mitten in Barcelona ein Offroad-Parcours aufgebaut. Und genau dort fahren wir jetzt. Als SUV fühlt sich der Ateca auch abseits asphaltierter Strecken wohl. Dies gilt insbesondere für die Allrad-Varianten. Dennoch ist er trotz mehr Bodenfreiheit kein Vollblut-Offroader, vermittelt aber bei unseren Testfahrten stets einen soliden Eindruck. Mehr als nur Standard ist die Palette der angebotenen Fahrerassistenz- und Sicherheitssysteme. Sie reicht vom Stauassistent über die Verkehrsschilderkennung bis hin zum Parklenkassistenten, um nur einige zu nennen. Der Seat Ateca ist kompakt und bietet trotzdem reichlich Platz im Innenraum. Dank des optionalen Allradantriebs bringt er uns auf Wunsch auch an Plätze wie diesen hier. Und das ist sicherlich auch ein Grund dafür, warum allein in Deutschland bereits 5000 Menschen einen Ateca bestellt haben, ohne ihn jemals angefasst, darin gesessen oder aber gefahren zu haben. Discover all new cars before anyone else. Thank you for your attention. Don't forget to subscribe to our channel.